Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Plug Inc. Evolved. Wir sind immer noch im Endscreen von der letzten Runde, wo unser Neuraxwurm leider nicht so ganz überzeugen konnte. Aber ich drücke hier einfach mal auf Neustart und wir versuchen das Ganze nochmal mit Wurmi 2. Der sollte es jetzt auf jeden Fall rausreißen. Ich habe mir so ein bisschen einen Plan gemacht, wie wir es jetzt angehen werden. Ich hoffe mal, warte mal. Ich sollte vielleicht unseren Feuchte-Bonus irgendwie ausnutzen, aber ich weiß nicht. Also für mich ist dieses Symbol hier irgendwas mit Wasser, ja. Humani, kann ich das nicht irgendwo nachgucken? Mist. Also für mich ist das der Feuchte-Bonus, ja. Ob das jetzt stimmt, kann ich nicht so genau sagen, aber für mich ist das der Feuchte-Bonus. Deswegen, wir starten einfach wieder in Indien. Indien ist mein Lieblingsland hier, um die Welt zu zerstören. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat das was, ja. So, und wir haben jetzt einen Plan, wie wir es machen werden. Und zwar, ich habe mir überlegt, ich werde zuerst erstmal hier bei der Übertragung Ziehharmonika-Bewegung hochschrauben, dass wir auf Luft und Wasser kommen, ja. Und dann schauen wir mal, wie wir das machen werden. Wir müssen uns schnell ausbreiten, bevor wir bevor wir entdeckt und erforscht werden quasi. So, wir schalten mal hier. Übrigens, mit Leertaste kann ich hier Pause machen. Das ist ganz gut, ja. Das muss ich mir auf jeden Fall merken. So. Dum, dum, dum. Okay, Wurmi 2 hat sich in Indien von Person zu Person, wird sich exponentiell ausbreiten. Das will ich auch hoffen, ja. Das will ich auch hoffen. Also ich weiß nicht, wie viele Punkte wir da brauchen, für, dass wir das einmal da fertig machen können. Ich denke mal so um die 20 oder so. Müssen wir mal abwarten. Aber wir breiten uns hier erstmal aus in Indien. In dem schönen kleinen Land Indien. Mit vielen Einwohnern. Oh, wir sind schon bei 18, das geht so schnell. So, dann würde ich jetzt hier erstmal hochschrauben wollen, das Ganze. 5 Punkte. Nee, wir können damit noch nicht so viel machen. Jetzt warten wir erstmal nochmal ab und gucken mal, ob sich das jetzt schneller ausbreitet und ob sich das vielleicht schon in ein anderes Land weiterentwickelt. Das wäre natürlich auch cool. So, tausende Indien infiziert. Das höre ich sehr gerne. Weiter so. So, Ägypten wurde infiziert. Jawohl, so will ich das sehen. Ägypten. Yes. Wir müssen auch unbedingt, ich würde gerne wissen, wie ich diese ganzen Gentypen freischalten kann. Ja, hier mit diesem Trockenbonus und so. Damit wir da was machen können. So, wir gehen jetzt auf Fähigkeit und machen. Ja. Das hier? Nö. Wir machen erstmal Kälte. Und Arzneimittel. Und Flugzeuge. Dann können wir uns nämlich schön ausbreiten in den ganzen Ländern. Das ist wichtig. Neue Forschungszeit, dass starke trockene Winde durch die Erwärmung der trockenen Länder fegt. Ja, das will ich auch meinen. So, okay, wir können uns jetzt hier. Also ich würde vorzugsweise erstmal die ganzen Inseln infizieren, ja. Weil das ja schon so. Warum habe ich keinen Punkt hier bekommen für Neuseeland? Lol. Ich habe das doch infiziert. Okay, wir haben schon wieder 44 Punkte. Wir gehen hier mal auf Luft und Wasser 2. Und machen Hitze. Hitze. Ich würde Hitze nehmen und jetzt warten wir erstmal wieder. Und breiten uns jetzt hier aus und versuchen uns hier in der ganzen Welt zu verteilen. Das dürfte jetzt relativ zügig gehen. Ich muss hier nach Grönland noch. Aber ich muss die ganzen Blasen erwischen alle. Weil das sind alles Punkte, die mir sonst flöten gehen. Okay, muss ich kurz Pause drücken. So, Island. Alter, guckt euch das an, wie das abgeht hier. Sauber, sauber, sauber. Okay. Nice, nice, nice. Jetzt geht's hier richtig vorwärts. Okay, so ein Flugzeug wäre gerade noch cool. Wurmi 2 hat mehr Menschen auf der Welt infiziert als die gewöhnliche Grippe. Es ist die ansteckendste Krankheit, die es gibt. Das will ich auch meinen. So, okay. Alter Vater.
hier geht es ab. So, Pause. Mal kurz gucken, welches Land... Nee, das ist falsch. Hier muss ich drauf. Auf Welt. Karibik ist noch eine Insel, die wir auf jeden Fall machen müssen. Also die Inseln sind immer ein bisschen schwer zu bekommen. Das ist immer kritisch. So. Milliardenschwere Schäden in Schweden. WHO rechnen ja da. Okay. Okay, die haben übrigens schon 1% entwickelt. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen ein Auge drauf haben. Okay, welches Land fehlt uns noch? In Europa fehlt uns noch was? Fehlt uns da unten? Ne, eigentlich nur Europa, ja. Dann machen wir hier einfach mal kurzerhand ein Flugzeug rüber. Und vernichten die damit. Oder tun sie infizieren damit. So, da ist das nächste Flugzeug. Das geht nach Polen. In Polen kommt der Virus an. Das ist sehr schön. So, die Frage ist, welches fehlt noch? Finnland fehlt noch. Okay, Finnland fehlt tatsächlich noch. Das heißt, ein Flugzeug wäre gerade noch cool. Okay, da haben wir Finnland infiziert. Wir müssen jetzt eigentlich jedes Land haben. Wir haben jedes Land und wir haben... Ach du Scheiße, wir haben 223 Punkte. Was zur Hölle? Okay, okay. So, wir gehen hier drauf. Eier 1. Neurosurm liegt Eier, die über 1000 über das Gehirn ist, wird abgegeben werden. Gehöhte Ansteckungsgefahr. Eier 2. Eier brüten bei starker Wärmeentwicklung, verursacht durch menschliche Aktivität in deren Nähe. Und Eier 3 machen wir auch noch. Oh, das ist so nice. Das ist so nice. So, wir müssen die Arzneimittel machen. Die Forschungsresistenz, die Forschungsresistenz. Kälte 2 machen wir noch. Und jetzt gehen wir auf die Symptome. Ja, wir machen jetzt die Symptome. Neuraler Durchbruch, den müssen wir als erstes machen, den als zweites. Und dann gehen wir nach oben hin direkt. Frontaldurchdringung, ja. Zentrum bewusster Denkvermögen ein- und erhalten die Fähigkeit, den Wirt geistig zu beeinflussen. Das ist sehr gut. Jetzt gehen wir Unreife. Das hat mehr Infektiosität, deswegen gehen wir hier rüber. Nehmen das noch mit. Aggression entwickelt. Ne, das würde ich jetzt... Vor allem Überübrigkeiten und Nicht-Infizierte führt. Nehmen wir das auch noch mit. Damit gehen wir schon einen ganzen Schritt die Schwere entgegen. Aber das ist nicht so schlimm. Jetzt ist die Frage gerade, was wir als nächstes machen. Ich würde tatsächlich... Erhöhte Mutation. Luft 3. Das können wir auf jeden Fall noch machen. Wir warten erstmal noch. Wir warten erstmal noch kurz ab. Und gucken mal, wie sich das jetzt noch so verbreitet. Wir haben auch schon relativ viele Menschen jetzt infiziert. Einige sterben sogar schon. Aber... Noch nicht so viele, hoffe ich, oder? Komm schon. Kanada, komm schon. Sterben die Leute schon in Kanada? Nee, aber die infizieren sich sehr schnell. Ja, doch, ein paar sterben schon. Haben wir alle infiziert? Wie viel fehlen noch? Wie viel fehlen noch? Und wo fehlen noch welche? Wir haben noch 7 Millionen uninfizierte Menschen, hauptsächlich in Kanada. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. 125.000. Ja gut, die werden sich auch noch infizieren. Wir müssen jetzt erstmal hier bei Symptome noch hier oben rüber gehen. Weil da geht es jetzt noch ab hier. Da kriegen wir noch richtig Schwere dazu. So. Jetzt rastet alles aus hier. So, ab nach Kanada mit eurem Flugzeug. Wie viel Gesunde haben wir denn? 60.000, aber wo? In Island? Ach du Scheiße, in Island haben wir noch nicht alle infiziert oder was? Ernsthaft?
Aber jetzt haben wir fast alle. Jetzt haben wir fast alle. Und jetzt müssen wir nur die Leute schnell töten, weil das Heilmittel hat 79%. Das ist sehr, sehr knapp. Das wird sehr knapp. Wir haben noch ein paar Punkte. Die würde ich gerne noch verteilen. Kann tödlich enden. Kann tödlich enden hört sich immer gut an. Vor allem, wenn wir uns beeilen müssen. Dann ist kann tödlich... Ja, ich weiß zwar nicht, wofür ich das Flugzeug noch brauche, aber... Okay, 83% ist... riesige Atomexplosion in Zentraleuropa hat eine radioaktive Wolke freigesetzt. Die Ursache ist unbekannt, doch Ausgangsort lässt Defekte oder Sabotage in Kernkraftwerken vermuten. Also Atomkatastrophe ist allgegenwärtig. Unser Wurm, wir haben 60 Punkte, die müssen wir auch noch irgendwie rausschieben hier. Und somit haben wir jetzt die Schwere auf das Maximale. Mehr geht nicht, mehr können wir nicht kriegen. Wir könnten das noch entwickeln. Das dauert das Heilmittel noch etwas länger. Aber wie ihr seht, Freunde, wir sind kurz vor alle tot. Ja, wir sind kurz vor alle tot. 73%, die haben keine Chance mehr. Es gibt keine Wissenschaftler mehr, die uns aufhalten könnten. Boah, und das haben wir recht schnell geschafft hier. Ja, das haben wir echt schnell geschafft. Nice. Also, man muss... Also, es ist wirklich so. Es hat mal einer einen Kommentar geschrieben, eine Runde muss man spielen, um zu wissen, wie es in der nächsten Runde richtig geht, ja? Und es ist tatsächlich so. Also, es macht so viel Sinn, erst bei dem Wurm die Infektiosität zu erhöhen und hier auch die Kälte vor allem. Wir haben ja einen feuchten Bonus, der ist ja auch für warme Gebiete. Das heißt, den hätten wir eventuell dann auch noch gebraucht, aber den konnten wir uns jetzt sparen. Es macht, wenn man drüber nachdenkt, macht es eigentlich richtig Sinn, ja, aber man muss es wirklich vorher einmal gespielt haben, bevor man es schafft dann, ne? Aber ich denke, das ist hier ein Safe Win, das kriegen wir locker hin. Wir haben es sogar recht schnell geschafft, oder? 2018, 2 Jahre haben wir knapp gebraucht. Und der letzte Mensch fällt jetzt gleich um und der Wurm krabbelt aus seiner Nase. Ich habe sogar 2 Errungenschaften freigeschaltet, Neuraxwurmsieg und Wurmfutter. Womit 2 hat alles Leben auf der Erde ausgelöscht. Jawohl, in 700 Tagen. In genau 700 Tagen. Hundertprozentig. Gucken wir uns das Ganze mal kurz an hier, wie das so abgelaufen ist. Wir haben hier sehr schnell, sind wir hier groß geworden. 1 Million, 8 Millionen, 59 Millionen, 500 Millionen, 1 Milliarde. Bei 1,5 Milliarden, dann war Indien fertig infiziert. Und dann ging es rapide nach oben. 3 Milliarden, 4 Milliarden. Jetzt hatte ich, glaube ich, irgendwann angefangen hier mit Toten schon. Ja, jetzt geht's los hier mit den Toten. Aber der Rest infiziert sich auch noch. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben keinen Gesunden mehr und die Toten, die steigen rapide. Eigentlich hätten wir bei 600 Tagen schon gewonnen, aber die letzten paar Toten, die dauern immer so Ewigkeiten, bis sie dann fertig sind. Aber kein Problem. 701 Tage. Hier oben steht 700, da ist 701. Naja, wie auch immer. So, Freunde, wir haben es geschafft. Der Wurm ist auch besiegt. Wir gucken uns mal an, was wir für das nächste Mal... Oh, der Bonus-DNS-Typ und der Parasit-Seuchentyp sind in Einzelspieler entdeckt und freigeschaltet worden. Ja, cool. Wir gucken uns mal an, was haben wir hier. Der folgende neue Seuchentyp ist entdeckt und freigeschaltet worden. Parasit im Einzelspieler. So, der Parasit. Parasitäre Lebensweise verhindern DNS-Veränderungen, das D-Punkt-Infektion. Wir gucken mal noch, der folgende Gentyp ist entdeckt und freigeschaltet worden. Bonus-DNS im Einzelspieler. Bonus-DNS. Erhalte am Anfang Bonus-DNS. Cool. Cool. Wir haben jetzt schon wieder, wir haben 10% freigeschaltet, Freunde. Und ja, mit diesem kleinen, süßen, parasitären Wurm hier wird es in der nächsten Folge weitergehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Tschüss.